Ich mache eine kleine Tour heute hier in Transkarpatien und wollte euch mitnehmen, wollte euch ein bisschen die Gegend zeigen. Es ist wunderschönes Wetter heute früh, wir hatten heute Nacht sehr starken Wind, aber jetzt ist wunderbares Wetter. Und schauen wir mal, was draus wird. Einfach so ein bisschen die Gegend zeigen. In diesem Video wird auch noch meine Frau zu Wort kommen, weil so schön wie die Natur ist, aber überall sieht man die Zivilisation, wie sie mit ihrem Müll, insbesondere dem nicht abbaubaren Plastikmüll, Plastiktüten, Plastikflaschen, diese schöne Gegend ein bisschen verunstalten. Ein kleiner Bergfluss, Bergbach. Transkarpatien ist eine wunderschöne Gegend. Aber leider wird es hier durch alles, durch Müll verpestet. Es gibt hier kein Recycling. Die Leute schmeißen den ganzen Plastikmüll hier alles in die Natur, weil man das sonst nirgendwo wegwerfen kann. Plastikmüll, Mülldeponie hier. Wann kommt endlich ein kluger Mensch, der ein gescheites Müllsystem hier, Abfallsystem einführt? Da kann man solche Schilder aufstellen wie diese, Müllablagerung verboten. Und dort dankt man sogar für die Sauberkeit. Aber doch immer wieder gibt es dieses Problem überall, besonders in Flüssen und Seen. Jetzt nähere ich mich dem Stausee. Hier beim Spazierengehen, ohne sich überhaupt zu bemühen, haben uns zufällig diese Steinpilze gefunden. 5 Stück. Einfach so. Ein riesiger Ameisenhaufen. Schaut mal, was für einen wunderschönen Steinpilz ich gefunden habe, so groß. Ist der schön. Die Steinpilze wachsen so ganz einfach hier. Da. Und da. Die Straße wird nass. Da muss eine Quelle sein. Ich gehe da mal hin und fülle meinen Wasservorrat auf. Jawohl. Ich habe mir hier so eine Art Whirlpool gebaut, in dem ich die Steine weggeräumt habe. Ich stehe also hier auf dem Flussbett und jetzt kann ich sogar ein Vollbad nehmen. Ganz viele
Fischlein sind hier, die an den Beinen zupfen. Ich schaukle im Hammock. Oder Hammock? In der Hängematte. In der Hängematte. Und da ist mein Mann, der schnitzt. Nur sag was. Nee. Ich habe gerade Kienspan gefunden und Fichtenwachs. Das sind eigentlich Tarnen. Tarnen sind das. Also die Bäume halt. Wir haben heute 18 Kilo Steinpilze gesammelt. In 4 Stunden. Zu dritt. Zu dritt. So viel haben wir nie im Leben gesammelt. Jetzt werden sie gesäubert. Fajnie chleba na wyszanie. No, prawda? Duże fajnie.